Ja, meine Freunde, was geht ab? Und wir reagieren heute auf die traurige Wahrheit von Bellaport. Ich weiß nicht, ihr kennt natürlich eine der größten TikTokerinnen der Welt und spätestens nach diesem M to the Beat, natürlich eines der bekanntesten, eines der meistgelikedesten und meistgefeutesten TikTok-Videos auf diesem Planeten. Deswegen, ihr kennt sie wahrscheinlich bestimmt, oder? Deswegen abonniert den Channel gerne und schaut auch unbedingt gerne von unserem TikTok-Account vorbei. Ich bin sehr gespannt, was ihre unfassbar traurige Geschichte ist. Ich wusste, dass sie beim Militär ist, aber gucken wir mal rein. Die Chance, genau so dass ihr dieses TikTok-Video schon einmal gesehen habt, ist ziemlich hoch. Ich glaube, es hat manche irre gemacht. Mit mehr als einer halben Milliarde Views und über 50 Millionen Likes ist es nämlich der erfolgreichste Clip, den es auf der Plattform jemals gab. Das meistgelagteste Video, das man hier sieht, heißt Bella Porch. Und wahrscheinlich wird euch dieser Name auch schon etwas sagen, denn Bella hat es inzwischen geschafft, zu einem der größten TikToker der Welt zu werden. Und mit ihrem ersten eigenen Song hat sie bereits mehrere Rekorde gebrochen. Doch das ist Mia Khalifa, habt ihr das gesehen? Auch wenn ihr Leben inzwischen perfekt scheint und sie ganz oben angekommen ist, so hat Bella viele furchtbare Dinge in ihrem Leben durchmachen müssen. Wie ihr Leben vor TikTok aussah, was sie alles Heftiges erlebte und wie sie es trotzdem schaffte, so erfolgreich zu werden, all das zeigen wir euch jetzt hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr so von Bella Porch und ihren TikTok. Also ich weiß nicht genau, wer diese Kommentare schreibt oder so, aber ich bin ein Kommentar, okay. Beginnen wir mit Bellas Geburt. Ich glaube 21 und obwohl es 20. In vielen Medienberichten heißt, dass sie erst 2001 zur Welt kam, wurde Bella tatsächlich schon am 8. Februar 1997 geboren und ist somit aktuell 24 Jahre alt. Ihr Geburtsort liegt in der Provinz Pangasinan, die auf den Philippinen liegt. Genauer gesagt auf der philippinischen Insel Luzon. Somit ist der TikTok-Star gebürtige Philippiner. Die ersten 13 Jahre ihres Lebens wuchs sie auch in dem südostasiatischen Land auf. Von einer unbeschwerten Kindheit war ihr Leben aber weit entfernt. Sie lernte ihre leiblichen Eltern nämlich und wuchs zunächst bei ihrer Großmutter in einem Slum in Armut auf. Ach, der ihre Scherze. Ersten Jahre auf der Welt verbrachte sie somit in einer Wellblechhütte, in der es weder eine stabile Stromversorgung Alter, gab, das sieht ja noch schon wieder so sauberes crazy Trinkwasser ekelhaft vorhanden aus. War. Aus diesem Grund wurde sie dann schon früh zur Adoption Doch, freigegeben, Weisen, Alter. Da sich ihre Oma so erhoffte, Bella ein besseres Leben ermöglichen zu können. Im Alter von 3 Jahren wurde sie dann von einem Ehepaar adoptiert. Bei ihren Adoptiveltern, über die sie selber nur ungern spricht, hatte sie zwar ein richtiges Dach über dem Kopf, allerdings wurde sie sehr schlecht behandelt und sogar geschlagen. Aus dieser Zeit hat sie immer noch... Das ist einfach traurig. Man adoptiert ein Kind, wenn man natürlich ein Kind will, und dann schlägt man es. Ich verstehe es nicht. Warum? Haben am Körper. Das ist einfach. Später allerdings mit Tattoos überdeckt. Wow, viele Tattoos. Außerdem wurde sie damals von ihren Eltern gezwungen, bereits um 4 Uhr morgens aufzustehen und noch vor der Schule Hausarbeiten wie Putzen zu erledigen. Wenn sie diese Aufgabe nicht gut genug machte, bekam sie gar kein Frühstück und wurde sogar geschlagen. Als Bella 14 Jahre alt war, zog sie dann mit ihren Adoptiveltern von den Philippinen in die USA um, weil ihr Adoptivvater einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen musste, der auf den Philippinen so nicht möglich war. Dort lebte die Familie dann zuerst in Texas und später auf Hawaii. Boah. Aber auch in den USA hatte sie kein schönes Leben. Nicht. So wurde sie in der Schule gemobbt und bekam aufgrund ihres asiatischen Aussehens den Spitznamen Ling Ling verpasst. Später wurde Bella sogar Opfer eines rassistischen Angriffs, der so schlimm war, dass sie bis heute nicht über Details sprechen kann. Seit diesem Angriff leidet sie unter Depressionen und Angstzuständen. Bella besucht daher auch heute noch Therapiesitzungen. Das ist auch, das war, wie sie 15 war, das so. Ich meine, Kinder können so grausam sein.
und empfiehlt dies auch allen anderen Menschen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Freude spendete Bella während dieser schwierigen Zeit nur die Musik. Sie zeigte Talent für Musik gemacht und lernte auch Ukulele zu spielen. Nach eigener Aussage half ihr dies, besser mit ihren Ängsten und den Depressionen klarzukommen. Ihr Adoptivvater verbot ihr zwar das Singen zu Hause und schrie sie an, dass sie die Klappe halten solle und verbot ihr die Teilnahme an Musikwettbewerben, doch Bella war das egal und so nahm sie trotzdem am Wettbewerb ihrer Schule teil. Dennoch sah es zunächst nicht so aus, dass Bella später einmal wirklich als Sängerin durchstarten würde. Im Alter von 17 Jahren und nach ihrem Highschool-Abschluss fing sie nämlich an, beim US-Militär zu arbeiten, genauer gesagt bei der Marine, weil sie frei und unabhängig sein wollte. So entkam sie ihrem alten Leben und durch ihre Kameradinnen und Kameraden hatte sie das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, eine echte Familie zu haben, die sie wirklich liebt. Einfach war auch die Zeit in der Marine für die nur 1,55 Meter kleine Bella trotzdem nicht. So gab sie später an, dass sie dort geweint hatte, weil sie Ausrüstung schleppen musste, die so schwer war wie sie selbst. Außerdem sammelte der spätere TikTok-Star auch während seiner Militärzeit immer wieder Narben am Körper. Allerdings nicht, weil sie in den Kampfeinsatz musste, sondern weil sie ein betrunkener Soldat in einer Bar aus Spaß durch die Luft wirbelte. Bella gefiel das gar nicht. Das kann ich mir vorstellen. Und so schlug sie so heftig auf ihn ein, dass sie sich selbst stark an der Hand verletzte. Zum Glück für sie zählte dies als Notwehr und so bekam sie keine Strafe. Nachdem Bella während ihrer Militärzeit auch in Japan stationiert war und sich dort in die japanische Kultur verliebte, verließ sie die Marine wieder nach 3 Jahren. Bella sagte später, dass sie in dieser Zeit gelernt habe, wie wichtig Geduld, Disziplin und eine gute Familie für das Leben sind. Nachdem sie aus der Marine obwohl sie nicht mal eine normale, richtige Familie kannte, wahrscheinlich aus dem Sinn, das ist eine Wahnsinnsgeschichte jetzt schon, die kann einem ja nur leid tun. Und sich während der Pandemie langweilte, empfohlen ihr ihre Freunde, einmal TikTok auszuprobieren. Bella hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas von der App gehört, war dann aber überzeugt, dass sie selber einen Hit landen könnte. Im April 2020 startete Bella, die nun in Los Angeles wohnte, ihren TikTok-Account. Für ihr erstes Video nahm sie sich dabei auf, wie sie den Song Raindrops von Ariana Grande sang. Down from the sky. Da sie damit aber nur etwa 100 Aufrufe erzielte, löschte sie das Video enttäuscht wieder und nahm stattdessen zunächst einige Comedy-Videos auf, ebenfalls nur mit mäßigem Erfolg. Aber bereits wenige Monate später kam der Zauber von TikTok, das ist eh Standard. War im August, explodierte ihr Account regelrecht. Da stellte sie nämlich dieses Lip-Sync-Video online, in dem sie zu dem Lied M to the B von Millie B ihr Gesicht, ihre Lippen und ihren Kopf bewegt. Das Video wurde aus unerklärlichen Das ist richtig! Aus unerklärlichen Gründen. Aus unerklärlichen, diese unscheinbaren Videos, wo du dir denkst, das interessiert eh keinen Schwein. Das sind die viralsten Hits und das ist es auch. Die simpelsten und unlogischsten und unnötigsten Videos. Das ist leider so. Gründen zum erfolgreichsten TikTok aller Zeiten. Oh mein Gott, 50,7 Millionen Likes. Und machte Bella über Nacht berühmt. Es erreichte über eine halbe Milliarde Aufrufe und mehr als 50 Millionen Likes, was zuvor noch kein einziges Video auf TikTok geschafft hat. So wuchs auch Bellas Account enorm und sie gewann bis zu 2 Millionen Follower. Das ist ja ähnlich wie KB Lame oder KB Lame, der hat jetzt auch so einen Riesenzuwachs, der ist jetzt der zweitgrößte TikToker der Welt. Dazu. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich Bella Porches Leben schlagartig. Sie stieg blitzschnell in die Liga. Und das Ding ist halt, wenn du dann so eine Reichweite hast, dann ist es scheißegal, was du bringst. Ich meine, natürlich musst du auch die Qualität und so weiter gucken, aber es ist scheißegal, was du bringst. Jedes Video ist gefühlt viral. Weil ich meine, wenn du 70 Millionen Abos hast, irgendjemand guckt sich das an. Irgendjemand gefällt das von den 70 Millionen Leuten. Anders ist, wenn du 2.000, 3.000 hast, da musst du natürlich um jeden Like irgendwie kämpfen. Aber gerade wenn du dann 70 oder bei ihr 75 Millionen Abos hast, du machst theoretisch ein Video, wie du kackst. Oder so, und das geht viral und das ist halt die Macht halt.
erfolgreichsten TikTokerinnen wie Addison Rae oder auch Charli D'Amelio auf und hat 77,7 der Aufnahme dieses Videos schon über 78 Millionen Follower, womit sie zahlreiche Stars in TikTok selbst überholt und Addison noch, ja. Auf Platz 4 KB hat schon 100 jetzt, glaube ich. TikTok-Accounts der Welt steht. Bella hat es wirklich geschafft. Mittlerweile nahm sie schon Tanzvideos mit dem bekannten amerikanischen YouTuber James Charles auf oder lip-synkte gemeinsam mit dem Rapper Tyga in seiner Villa zu seinen größten Hits. Denn natürlich kamen durch solche Zusammenarbeiten auch immer wieder Gerüchte auf, dass Bella einen Freund habe. Nach eigener Aussage ist der TikTok-Star allerdings offiziell Single. Nachdem sie mit dem YouTuber und Influencer Bradman Rock, der schon seit 2015 bekannt ist, wow, und das ist über viel. 17 Millionen Follower auf Instagram hat, ein gemeinsames Video aufnahm, in dem die beiden Kleidung färben, stellte sich überraschenderweise für ihre Fans heraus, dass Bradman Bellas Cousin ist. Tatsächlich kannten sich die beiden also schon von den Philippinen. Doch ihren neuen riesigen TikTok-Hype nutzte Bella dann vor allem, um sich einer bestimmten Sache zu widmen, und zwar ihrer Leidenschaft. Okay, und das atmet ja dann auch gar nicht, wenn man die Videos anguckt und sagt immer so, jetzt macht die Musik auch noch, aber dass halt die Musik am Anfang eigentlich schon ihr Hauptding war, wusste man natürlich nicht. Der Musik. Das einst schüchterne Mädchen, das früher nur sang, um sich besser zu fühlen, hatte nun ja ein riesiges Publikum und das begeisterte sie sofort mit ihrem ersten Song. Nachdem sie am 30. April diesen Jahres ein Snippet auf Instagram veröffentlicht hatte, erschien ihre Debütsingle Build a Bitch am 14. Mai. Innerhalb von nur einer Woche erreichte der Song 75 Millionen Aufrufe auf YouTube und so stellte Bella schon wieder einen Rekord auf. Laut Warner Music hat nämlich noch nie vorher die Debütsingle eines Künstlers solche Aufrufszahlen erreicht. Auf Spotify landete das war sogar in den Charts, einer Woche auf Platz 27 des weltweiten Rankings. Doch vor allem auf TikTok ging der Song absolut viral und ist dort immer noch Teil von einigen Challenges. Doch wenn man bei den Lyrics mal genau hinhört, merkt man, dass Build a Bitch eigentlich kein fröhlicher Popsong ist, sondern eher um den Druck, den die Gesellschaft auf Frauen ausübt, dem perfekten Schönheitsideal zu folgen. Bella, die selber früher einmal übergewichtig war, möchte den Zuhörerinnen mit ihrem Song zeigen, dass man diesen Druck ignorieren sollte und einfach damit anfangen soll, sich selbst zu akzeptieren. Wie viel Geld ihr Erfolg mittlerweile eingebracht hat, ist übrigens nicht bekannt. Im Internet kursieren Schätzungen, die besagen, dass die 24-Jährige aktuell über ein Vermögen zwischen einer und ja, ist ja auch genug. Ich meine, die macht das seit 2 Jahren maximal. Also das ist dann schon, ja, wenn du mal im Hype drin bist oder richtig viral gehst mit 1-5 Sachen, dann ist das, denke ich mal, möglich. 1,5 Millionen US-Dollar, wenn nicht sogar noch mehr. Soll. Andere Schätzungen gingen von niedrigeren Zahlen aus. Da all diese Schätzungen jedoch recht spekulativ sind, ist es unmöglich zu beurteilen, wie viel Geld Bella Porch wirklich verdient. Fest steht nur, dass sie... Ich meine, ich habe nichts gegen sie oder so, aber ich finde teilweise sie schon sehr cringe oder so. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich dachte nicht, dass sie schon so alt ist. Sicher einmal sehr reich sein wird, wenn es ihr gelingt, ihren Erfolg beizubehalten und als Sängerin durchzustarten. Ebenfalls konnte sie übrigens auch schon viele große Firmen als Partner gewinnen und macht unter anderem neben für Beauty-Firmen auch bereits Werbung für die Dating-App Tinder oder das Videospiel Torchlight 3. Aber unabhängig davon, ob und wie reich Bella Poch aktuell ist, viel wichtiger ist der Fakt, dass es dem misshandelten und gemobbten Mädchen von früher gelang, dank TikTok ein komplett neues Leben zu starten. Sie nutzt diese neue finanzielle und berufliche Freiheit, um sich ihrer Leidenschaft, dem Singen, zu widmen, hat aber auch nie vergessen, wo sie herkommt. Bella nutzt ihre Bekanntheit nämlich auch, um auf anti-asiatische Hass
Hassverbrechen aufmerksam zu machen und sich gegen Rassismus zu engagieren. Das war's nun auch schon mit der unbekannten Wahrheit über Bella Porch. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob dieses Video vielleicht eure Meinung über... Ich hatte nie eine richtig starke Anti-Bella-Meinung, aber trotzdem, lass es das echt nochmal ein bisschen aufschrecken, weil wenn man dann merkt, Halleluja, was hat dieses... diese junge Frau eigentlich schon für ein hartes Leben gehabt. Trotzdem finde ich das ziemlich, wow, was sie da draus gemacht hat. Und ja, natürlich, ich meine, normalerweise hört man ja, dass die nicht mit dem Ziel reingehen, aber dass sie mit dem Ziel damals reinging, ein virales Video zu bringen, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Finde ich auch ziemlich cool. Also das kennt man nicht von vielen, dass die sagen, ich produziere ein virales Video oder ein Video, was richtig durch die Decke ging. Das finde ich ein bisschen lustig und ziemlich cool. Also lasst unser Video auch gerne viral werden. Abonniert unseren Channel gerne, lasst gerne einen Daumen da und schaut auch gerne auf Instagram, TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich auf TikTok später nochmal. Oder vorhin kam auch Breaking Point. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.